Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit einem großen Event, das 28.000 Dollar bringen soll. Hey, hör zu. Ich hab dir ziemlich Feuer unterm Arsch gemacht. Aber du musst dich weiter anstrengen. Machst du dir Sorgen, Tess? Nö. Ich wollte dich nur daran erinnern, worum es hier geht. Oh, das weiß ich. Keine Angst. Gut. Dann geh raus und verdien noch etwas mehr Geld, damit du bereit bist für die Quali. Komm schon, Tess. Habe ich dich je enttäuscht? Ja, wir wollen natürlich weitermachen mit unserem McLaren. Ja, wir sind immer noch mit dem Mercedes AMG unterwegs, gerade jetzt wieder, weil ich gerne ein paar Rennen fahren möchte. Wir müssen nämlich... Porsche, wow. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, einmal kurz die Dings weggeballert. So, Event. Wir fahren heute den Duftspaß. Wetten auf was? Es gibt zwar nicht genug Kohle, aber ist egal. Wir haben doch, wir gewinnen die Wette. 28.000 Dollar soll das bringen hier. 55.000 haben wir. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Nicht schlecht. Wo kommst du denn her? Aber ich glaube, da sitzt jemand auf deiner Rückbank. Halt ich für ein Gerücht immer noch. Aber ich glaube, das Ding haben wir schon mal gefahren. Ich erinnere mich. Ja, das haben wir schon mal gefahren, das Ding hier. Ich erinnere mich. Ich hätte auch nicht erwartet, dass die jetzt wieder doch. Alter, die wurde aber knapp auf einmal. Aber oh, ich hab's geschafft, ich hab gewonnen. Ich hab 28.000 Dollar in die Hand genommen. Oh, Alter, war das knapp, ey. Da hab ich aber auch jetzt gewartet. Das dachte mir, oh, das wird kuschelig. Ja, wir haben es mit hin, wir haben es genommen. Wir haben das Geld geholt. Jetzt haben wir noch eine Verfolgungsjagd für mich auch noch. So. Zentrale, wir verlassen die Straße. Haben die immer noch, oder? Habe ich immer noch eine Backe, die hier dort? Okay, ich glaube, das ist jetzt auch noch. Zielperson ist jetzt bei DuPont View. Gut, tschüss. Ziel ist entwischt. Jawohl. So, jetzt haben wir. Hey, weißt du, was mit Tess los ist? Sie wirkt irgendwie wie weniger Tess.
Muss ich gerade gucken? Was ist das nächste? Ich glaube, wir fahren über dahin. Das ist mir am einfachsten. Bei Tess kann man nie wissen. Aber gesagt hat sie nichts. Na gut, aber wenn sie sich irgendwie komisch benimmt, sag Bescheid. Tess benimmt sich immer komisch. Ja, ganz genau. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Wir sehen uns in der Werkstatt. Ich will erstmal die Kohle safen. Dann kann man ja immer noch ein Rennen fahren. Oder immer noch irgendwas mal. Es kommt jetzt noch mal was dazwischen. Wir sind jetzt bei 46,7, 66,7, 74,7, 75, 5, 6. Ja, vielleicht können wir sogar schon in der nächsten Folge die Quali fahren. Vielleicht. Ich denke, man verpasst es mir gerade herzlich egal. So, nehmen wir es mit. 28.000 nochmal mal kurz in die Hand genommen. Weißt du, vielleicht solltest du Speedy nicht so viel Druck machen. Chill mal ein bisschen. Soll heißen? Ich finde, wir könnten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sieg oder Niederlage, ist doch egal. Es geht doch auch um unsere Freundschaft, oder nicht? Du hast mein Selbsthilfebuch gelesen. Ziemlich gut, hm? Ich meine ja nur, wir sollten uns alle Optionen offen halten, uns anpassen. Hab neulich eine Doku über einen Fisch gesehen, der zu Sand werden kann. Zu Sand? Ja, genau. Mutter Natur zeigt uns den Weg, Mann. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen jetzt also nicht unbedingt noch ein... So, Style, Karosserie, Bodykits. Kann ich jetzt noch ein Bodykit einbauen? Ich will jetzt eigentlich, ach, ich komme scheiß auf die Optik jetzt, ehrlich gesagt, das ist mir gerade egal. So, Hauptsache das Auto fährt. So, wir brauchen jetzt noch 24,5. Takeover. Ja gut, hier könnten wir es theoretisch machen, dann bräuchten wir nicht mehr allzu viel. Wenn ich jetzt noch ein Takeover fahre, mir das Ding hole und dann fahren wir das doch. Hast du angerufen? Nein, du hast mich angerufen. Okay. Ja, ist alles okay? Was? Ja, nein. Passt schon. Ich bin nur wegen dieser Quali gestresst. Du packst das, oder? Aber klar doch. Gut zu wissen. Wir sehen uns morgen. Klar, Votes. Ist echt alles okay? Hab ein paar schlechte Gyoza gegessen oder so. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich will die 12.000, dann nehmen wir wieder ein bisschen was weniger, aber dann haben wir wieder 18.000 mehr auf dem Konto. Ja, und dann können wir vielleicht mit einem glücklichen, guten Rennen, je nachdem, wenn wir das Ding jetzt auch relativ schnell nach Hause fahren. Ist das überhaupt? Warte mal. Rivalen? Doch, okay. Dann starten wir durch. Blue Collar haben wir ja schon. Oh! Hier können, Blue Collar, das können wir ja nochmal fahren, theoretisch. Dann können wir noch ein Auto starten. Holen. Mit Platz 1. Eben haben wir es ja gewonnen. Dann können wir Polestar 1 aus dem Jahre 2020 holen. Aber nicht jetzt. Wir fahren erstmal ein Takeover für die Landschaft. $65.000.
Nur Schaden würde ich sagen, ich schaff das. Ich hab B gewonnen. Yes, baby! 30.000 gibt es nochmal. Yo, that shit was tight. You did your thing out there. Also 18.700, weil. Das hingekriegt. So, jetzt hoffe ich, dass wir Feierabend machen für heute. So. Sind wir bei 93.000 Euro. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Event und dann haben wir's. Zufall noch einen Bergen gefunden jetzt. Hm. 94.000. Ja, ich glaube, wir können erst dann. So, Wagen. Nee, warte mal. Spielen. Ja, und in der nächsten Folge probieren wir es dann mit dem letzten Teil, mit dem letzten Event. Und dann haben wir, können wir da über die nächste Folge an, dass ich da die Quali gehen. Bis dann. Tschüssi.